Heute stellen wir euch einige der größten Verbrechen in der Schweiz vor. Kryptowährungen werden in immer größeren Volumen gehandelt. Neben Bitcoin ist Ethereum wahrscheinlich die bekannteste Kryptowährung. Die Stiftung Ethereum wurde 2014 in Zug gegründet. Seither ist Zug auch als Crypto Valley bekannt. 2016 erbeuteten Unbekannte 3,6 Millionen Ether von einer DAO, einer dezentralisierten autonomen Organisation, die mit Smart Contracts und Ether Investments tätigte. Die Räuber entdeckten ein Loophole im Code der DAO und konnten so, wie bei einem defekten Geldautomaten, immer wieder aufs neue Ether abheben. Das zogen die Gauner so lange weiter, bis die Entwickler bemerkten, dass sie beraubt wurden und reagierten. Aber sie reagierten zu spät. Mehr als 50 Millionen Franken konnten die Täter damals erbeuten. Umgerechnet auf den aktuellen Kurs wären die 3,6 Millionen geklauten Ether heute mehr als 13 Milliarden Franken wert. Im Herbst 1997 raubten 5 Männer die Frau Münsterpost in Zürich aus. In nur 4 Minuten erbeuteten sie sagenhafte 53 Millionen Franken. Der Raub geht als größter Postraub in die Geschichte ein. Die meisten der Beteiligten wurden aber bereits nach wenigen Tagen von der Polizei gefasst. Sie alle wurden zu Haftstrafen zwischen 2¼ und 6,5 Jahren verurteilt. 26 Millionen konnte die Polizei sicherstellen. Wo die restlichen 27 Millionen sind, weiß niemand so genau. Ein Urban Myth besagt, dass das Geld bis heute noch irgendwo versteckt liegt. Zu diesem Raub findest du auf unserem Kanal ein eigenes Video mit mehr Informationen dazu. 1999 raubten mehrere bewaffnete Männer in Genf eine Bank aus. Satte 31 Millionen Franken konnten sie dabei mitgehen lassen. Die Polizei tappte zu Beginn lange im Dunkeln, konnte aber später mehrere Männer verhaften. Unter anderem einen Tennislehrer und einen Sicherheitsbeamten der Bank. 2004 wurden die Verdächtigen dann zwar angeklagt, aber von einem Gericht in Paris schlussendlich freigesprochen. Bis heute fehlt von dem erbeuteten Geld jede Spur. Die Kunstsammlung von Emil Bührle gehört zu den bedeutendsten Kunstsammlungen in der Schweiz. Zurzeit ist sie im Zürcher Kunstmuseum ausgestellt. 2008 wurden einige wichtige Gemälde aus der Sammlung geklaut. Damals war die Sammlung noch in einer Villa in Zürich-Seefeld untergebracht. Die Einbrecher gingen extrem schnell und etwas willkürlich vor. Im Eingangsbereich bedrohte einer das Personal und einige Besucher mit einer Waffe. Die anderen sammelten währenddessen wahllos einige Bilder ein. Unter den Bildern befand sich auch »Der Knabe mit der roten Weste« von Paul Cézanne, eines der wertvollsten Bilder der Sammlung. Insgesamt erbeuteten die Räuber Bilder im Wert von etwa 180 Millionen Franken. Die Bilder tauchten 4 Jahre später in Serbien wieder auf und sind heute wieder Teil der Bührle-Sammlung. 2014 wurden die 4 Täter in Belgrad von der Polizei überführt und zu Freiheitsstrafen verurteilt. Einer der bekanntesten Verbrecher in der Schweiz ist Walter Stürm. Der Ostschweizer wurde in seinem Leben gleich mehrere Male verhaftet. Irgendwie schaffte er es aber immer wieder, aus seiner Haft zu entkommen. Ganze 8 Mal konnte er aus seinem Gefängnis ausbrechen. Ziemlich schnell feierten ihn die Medien als Ausbrecherkönig und die Jugendbewegung der 80er Jahre sah ihn als Helden. Seine spektakulärste Flucht gelang ihm 1981 aus der Strafanstalt Regensburg. An Ostern untersuchten Wächter seine Zelle und fanden dort nur einen Zettel, auf dem stand: »Bin beim Ostereiersuchen. Stürm.« 1999 nahm sich Stürm in Isolationshaft mit einem Kehrichtsack das Leben. 2020 wurde das Leben von Walter Stürm sogar verfilmt. Das war's auch schon wieder von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und macht die Glocke weg. Bis zum nächsten Mal.